Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raube und heute geht es mal wieder um das Thema Volatilität. Es geht aber auch um Covered Calls. Volatilität, Covered Calls, wie kann man das verbinden? Jetzt hier im Video. Die Idee zu diesem Video entstammt auch wieder unserer Facebook-Gruppe, die Optionshändler. Also wie schon beim letzten Video, auch hier wieder eine Anregung aus unserer Gruppe auf Facebook. Und das ist ein ziemlich spannendes Thema, weil das ist wirklich relativ schwierig durchstehen, weil derjenige, der das in unserer Gruppe gefragt hatte, der hat im Grunde genommen alles richtig gemacht, hat aber dann trotzdem eine Frage gehabt, die nur mit einer Besonderheit von Interactive Brokers zu beantworten ist. Und ich erkläre euch mal, um was es hier ging. Also, die Idee war folgende. Und zwar, wir haben einmal die sogenannten VIX Futures und wir haben natürlich auch noch den VIX. So, jetzt gibt es hier auf diesen VIX Optionen. Und wenn man nachschaut in den Beschreibungen, dann kann man auch ganz klar nachvollziehen, dass hier der, dass sich diese Optionen tatsächlich auf den VIX beziehen. Ne? Das sind sogenannte Indexoptionen. Wir wissen, Indexoptionen werden immer mit dem Multiplikator 100 gerechnet. Die VIX Futures dagegen haben einen Multiplikator von 1000. So, und jetzt kann man ja den Index selbst, also diesen VIX, nicht kaufen. Wenn man also trotzdem einen Covered Call machen möchte, dann muss man Folgendes machen. Man muss hier den VIX Future Long gehen und dann entsprechend VIX Optionen darauf verkaufen. Jetzt seht ihr aber hier schon den Unterschied. 1000 Multiplikator und 100. Das heißt, man muss ja Folgendes machen. Man muss sagen, VX, mach das mal so hier als Future, Long plus 10 mal VIX Call Short. So, das ist also dann die richtige Kombination. Future Long und 10 Calls Short dagegen, ne? Damit man einfach hier diesen Punkt 100 zu 1000, dass man das ausgleicht. Und das war also jetzt gemacht worden und jetzt hat IB trotzdem eine extrem hohe Margin auf das Ganze verlangt, nämlich ich glaube 20, ich glaube in dem Post stand dann irgendwie drin 20.000 Dollar. Und das ist natürlich jede Menge Geld, ne? Wo du sagst, hey, Covered Call kann doch eigentlich gar nichts passieren. Ne? Und das hängt eben mit Folgen zusammen. Erstmal. Klären wir nochmal ganz kurz auf, worauf bezieht sich die Futures, worauf beziehen sich die Optionen? Also, wenn ihr hier jetzt hergeht und sagt, okay, der VIX, die Optionen beziehen sich Tatsache auf den Index. Es sind Indexoptionen, es sind keine Futures-Optionen. Und auch wenn der eine oder andere immer mal sagt, die beziehen sich auf den Future, das stimmt nicht. Die beziehen sich eindeutig immer nur auf den VIX. Aber, und jetzt kommt das große Aber, der VIX selbst ist ja nur die aktuell am Markt gemessene Volatilität. Ne? Also das ist das, was momentan gerade im S&P 500 an Volatilität da ist. Die VIX Futures dagegen, das ist der Blick in die Zukunft. Das heißt Realität, Erwartungshaltung in der Zukunft. Das heißt, wenn wir also jetzt eine sehr hohe Volatilität haben, aktuell, dann werden die Futures eher tiefer sein, weil man sagt, okay, in Zukunft wird die Volatilität vielleicht eher fallen. Und wenn wir eine sehr niedrige Volatilität haben, jetzt aktuell, sind die Futures höher, weil man natürlich sagt, okay, ich erwarte in Zukunft eine höhere Volatilität oder beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass die Volatilität ansteigt, nimmt natürlich im Laufe der Zeit zu. So, und jetzt kommt das, dass sich die Optionen zwar auf den VIX beziehen, aber von ihrer Preisgestaltung her sich an den VIX Futures orientieren. Und das bedeutet also, mal angenommen, du hast jetzt einen VIX von zurzeit, ich sage jetzt mal 13, okay? Und du hast eine Option mit 90 Tagen Restlaufzeit. Der VIX Future in 90 Tagen liegt aber von mir aus bei 17,
dann kannst du keinen 13er, dann ist eine 13er Option, also mit einem Strike von 13, egal ob es Put oder Call, keine At-the-Money-Option, sondern eine At-the-Money-Option wäre dann in dem Falle hier am Strike von 17, nämlich da, wo der Future momentan ist. Das Ding ist, am Ende der Laufzeit muss der VX Future, wenn der verfällt, genau da sein, wo der VIX ist. Warum? Weil wenn der VIX die Realität, also das gerade am Markt gemessene ist, ne, dann muss natürlich auch der Future am Verfall genau da sein, wo die Realität ist, weil er hat ja keine Zukunftsprognose mehr. Zukunft ist dann jetzt. So. Und deswegen ist das Ganze halt ein bisschen tricky, wenn du sowas machst. Das heißt, das musst du so ein bisschen beachten. So, jetzt kommen noch zwei weitere Punkte. Punkt Nummer 1. Warum verlangt IB hier so eine hohe Margin? Der Grund ist der, dass IB sagt, die Kombination, obwohl sie richtig ist, ne? Also nochmal, obwohl diese Kombination, wie ich sie euch jetzt hier zeige, also VX Long einmal plus 10 mal VX Call Short, das ist eine richtige, das ist ein klassischer Covered Call. Das ist richtig so, das Verhältnis. Interactive Brokers sieht das aber nicht so, sondern die sagen, das ist ein VX Future und das sind 10 mal die VIX Calls Short. Na, die nehmen das nicht als Covered Call, obwohl es einer ist, aber die anerkennen das nicht. Das ist so ähnlich, wie wenn du sagen würdest, du kaufst dir beispielsweise 100 Amazon-Aktien oder egal, 100 Aktien, egal welche, in Frankfurt und schreibst darauf in New York Optionen. Das ist auch ein Covered Call. Du hast ja die Aktien und hast den Call darauf geschrieben und wenn die Aktien steigt und dein Call unter Bedrängnis kommt, gleicht sich das aus. Ne? Und wenn die Aktie fällt, verdienst du da die Prämie. Aber börsentechnisch ist das nicht das Gleiche. Ne? Börsentechnisch ist das nicht das Gleiche, weil die einen in New York liegen und die anderen hier in Frankfurt und weil du die auch nicht gegenseitig verrechnen kannst. Genauso wie du eben die hier nicht verrechnen kannst. Das heißt, die Kombination ist an sich richtig, IB erkennt es aber nicht an und deswegen die hohe Margin. Jetzt kannst du das allerdings, wenn du sagst, ich möchte aber trotzdem Covered Calls machen auf den VIX, dann kannst du das synthetisch machen. Ne? Jetzt wird es ein bisschen, geht es ein bisschen weiter rein, ist gar nicht so kompliziert. Wie kannst du denn den VIX synthetisch darstellen? Wir wissen, den VIX selbst kannst du nicht handeln, den gibt es nicht zu kaufen. Ne? Es gibt keinen, es gibt immer nur Produkte, Optionen, Futures, ETFs, ETNs, aber es gibt nicht den VIX selbst. Du kannst ihn aber über eine Option synthetisch darstellen. Und zwar folgendermaßen, du brauchst dazu At-the-Money-Optionen. Und wie gesagt, hier musst du jetzt schauen, At-the-Money, wo das Delta 50 ist, was übrigens in der TWS nicht immer richtig ist. Du musst wirklich auf den Preis des Futures schauen. Und dann ist eine synthetische Long-Position Short einen At-the-Money-Put plus Long einen At-the-Money-Call. Und wenn du dir dazu ein P&L-Diagramm aufzeichnen würdest, dann sieht das so hier aus. Also ganz normal wie ein ganz klassisches Underlying. Und wenn du das jetzt hier hast, Short den Put, Long den Call, dann bist du quasi synthetisch Long den VX. Und dann könntest du natürlich einfach hier sagen, okay, und jetzt mache ich eben hier noch dazu plus einen Short-Call auf den VIX und dann hättest du einen klassischen Covered Call und das Ding hier hat dann auch nicht so eine hohe Margin. Ne? Also das ist viel, viel einfacher, als das hier mit den Futures zu machen. Wir werden, weil es immer noch so wahnsinnig viel Fragen gibt zum Thema Volatilität, wir werden demnächst wieder was machen zum Thema Volatilität, weil es gibt ja auch ein paar Volatilitätsprodukte am Markt draußen, die allerdings nach dem, was ich so gesehen habe, meistens sich nur darauf beziehen, wie kann man den VXX profitabel handeln. Das hat aber nichts mit Volatilität zu tun. Okay, Volatilität beinhaltet viel, viel mehr, viel andere Sachen, ne? Also da über Risk Reversals oder wer bei uns im Coaching ist, unser Fukuhila Trade, also Spreads mit Future Spreads, mit Optionen und so weiter und so fort, Kalender Spreads und so. Aber das alles gibt's, wird's im Herbst dann geben, also seid da schon mal gespannt. Wer Fragen hat, wie immer, hier unten in die Kommentare, Anregungen, Meinungen, macht das alles hier rein und dann sehen und hören wir uns wieder. Bis dahin. Alles Gute, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.